Mittlerweile sind wir mal hier am Friedhof in Winnweiler. Hier an einem Ort, der in der nächsten Zeit sehr wichtig wird. Ich bin auch mit Leo dabei. Und jetzt erzähle ich mal warum. Also in den letzten Wochen wollten wir ein Projekt umsetzen, das echt übel geil ist. Wir haben uns hier die Fläche hier rausgesucht, da unten geht es noch weiter. Weil, heute übrigens mit dem E-Bike, heute wollten wir uns hier mal nochmal den Platz hier angucken, weil wir haben mit dem Bürgermeister von Würmweiler gesprochen und der findet die Idee gut. Und zwar dürfen wir hier vielleicht sowas wie einen kleinen Bikepark bauen. Das ist halt geil. Die Fläche ist zwar nicht optimal, aber ist besser als gar nichts. Aber wir haben alle richtig Bock drauf, weil hier so ein kleiner Bikepark in Winnweiler, das wäre halt schon übel geil. Weil dann hätten wir auch mal einen Ersatz zu den Treppen und zu unserem Trail. Ich und der Leo wollen heute mal auch ein bisschen die Lines planen hier. Und auch mal ein bisschen schauen, wie das hier läuft, was wir da machen wollen. Und auch noch ein bisschen überlegen, wie wir das auch finanzieren wollen und generell alles machen wollen, auf die Beine stellen wollen. Die Verbandsgemeinde hilft uns wahrscheinlich dabei. Und ja, hier unten geht es dann weiter. Und wir haben halt hier die ganze Fläche von da, hier lang, hier und so. Die wird nämlich eigentlich kaum gebraucht. Da hinten hinter meinem Bike können wir auch noch was machen. Oder da hinten irgendwo, wo Leo ist. Wo ist er überhaupt? Irgendwo da hinten ist Leo. Die Fläche können wir auch nutzen. Aber ja, Leo ist gerade dabei, ein Insta-Reel zu machen. Er will Wheelie ohne Vorderrad probieren. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was der da hinten macht. Also ja, wir werden jetzt noch ein bisschen überlegen und gleich seht ihr uns wieder. Da haben wir uns schon was ausgedacht. Also Leo macht jetzt den Insta-Reel. Wheelie ohne Vorderreifen. Oh, mal sehen, was passiert. Pass auf dich auf, gell? Alle. Überleg's dir nochmal. Nee. Oh. Ja, mein Bike ist leider kaputt. Hier. Mit dem? Jo, muss ich. Mein Bike ist leider kaputt, deswegen fahr ich mit dem da. Ey Leute, der hielt diesen Einstase. Der macht's nicht. Ich mach's, wenn du's machst. Alter. Ja, ich brauch das nicht. Komm. Wir das machen? Ja! Warte, ja. Also wir haben jetzt die schwarze Line so ein bisschen geplant. Wir wollen, Leo macht gerade Fotos, dass wir, da wollen wir vielleicht ein paar Bilder von den Sprüngen reinschneiden. Da wollten wir einen Drop reinmachen. Hier ein bisschen Platz lassen für Speed. Und dann hier ein Double. Ist halt jetzt nicht die optimale Steile, aber ist gut genug. Da hinten dann ein Anlieger. Und dann sind wir da unten. Leo? Ja Leute, sorry, ich kann gerade nicht, ich hab keine Lust. Nicht Spaß. Also Leute. Nils, geh mal da oben hin. Zeig mal da oben bitte. Das haben wir schon gezeigt. Ja gut, dann kommt da oben Double. Und dann kommt hier so Anlieger. Der geht. Also das wird ein ziemlich langer Anlieger. Und der geht hier vorne vielleicht. Und dann geht hier Nils sein Lieblings. Also irgendwie Tricksprung oder sowas, Table. Und dann sagen wir mal wie im Bikepark Mühlberg, machen wir komplett nach, nicht Spaß. Dann Tricksprung halt, dann kommt hier ein Anlieger, nochmal ein Anlieger, und dann nochmal ein Anlieger, und dann kommt eine Brücke. Da, also wenn man das sieht, da vorne ist so ein Weg und da, also ich laufe gerade mal hin. Nee Jungs, Leute, guckt euch mal an. Hier kann ich kurz wegkehren. Also Leute, guckt mal, hallo!
hier so. Und dann geht hier noch ein Anlieger rein. Und dann geht hier nochmal ein Anlieger rein, dass dann gerade auch auf diese Brücke zufällt. Ja, da hinten bei dem Weg kommt dann so eine Brücke. Und nach der Brücke. Und ich glaube, der Leo hat so gemeint, dass aus der Brücke dann so ein Tor rauskommt, gell? Der Leo wollte, glaube ich, irgendwie 2 Meter machen oder so. Und dann hat der Job. Und dann wollten wir da hinten noch ein bis zwei Doublezin machen. Ein paar Kurven. Und ja. Also das war's. Was macht denn der da hin? Das war's von der schwarzen Line. Und wir sehen uns gleich wieder. E-Bike berghoch. Gegen Leo. Yo.